Die USA und Kuba. Das sind zwei Staaten, die während 50 Jahren verfeindet waren und jetzt wieder miteinander sprechen. Die nächste Gesprächsrunde soll am kommenden Freitag stattfinden. Obwohl am Verhandlungstisch noch große Differenzen bestehen, der Damm in Richtung Öffnung der Insel ist gebrochen. Als einer der ersten Schritte hat Kuba das Reiseverbot für US-Touristen gelockert. Fällt es ganz, könnten sich die Touristenzahlen in den nächsten Jahren verdoppeln. Eines der größten Reisebüros auf Kuba gehört einem Schweizer, der an die Zukunft von Kuba glaubt. Karin Bauer. Äußerlich hat sich nichts verändert. Havanna, die Stadt, in der die Zeit in den 50er Jahren stehen geblieben ist. Doch es liegt etwas in der Luft, seit Kuba mit dem Erzfeind USA verhandelt. Plötzlich sind da 15% mehr Touristen. Sie wollen den morbiden Charme noch erleben, bevor McDonald's hier einfällt. Und mittendrin ein Zürcher. Reto Rüfenacht. Eigentlich hätte er allen Grund zum Jubeln. Wir werden überrannt, aber der Staat ist eigentlich fast zu wenig vorbereitet. Es gibt extreme Engpässe. Und die Infrastruktur in der Stadt Havanna für Unterkünfte, für Taxi, für Reiseleiter ist nicht so gross wie die Leute, die möglich kommen, das Land besuchen. Es dauert alles da viel, viel länger als in einem normalen Land. Und Reto Rüfenacht weiß, was warten heisst. Er wartet seit 15 Jahren. Seit er sein Reisebüro eröffnete und dachte, das Wirtschaftsembargo würde bald fallen. Auch der einheimische Miguel de la Cruz wartet und hofft. Immerhin geht es ihm finanziell viel besser, seit der Beruf des Taxifahrers vor einem Jahr privatisiert wurde. Nur, Miguel ist eigentlich gar kein Taxifahrer. Ich bin Ingenieur. Als Taxifahrer verdiene ich viel mehr. Als Ingenieur arbeitete ich für den Staat und verdiente den Fixlohn von 25 Franken monatlich. Heute als selbstständiger Taxifahrer sind es rund 800 Franken. Taxifahrende Ingenieure, Ärzte und Anwälte, sie sind die Regel auf der sozialistischen Insel. Das Studium ist gratis, der Staat investiert in seine Bürger und will darum nicht, dass sie sich in ihrem Beruf selbstständig machen. Ohne den Staat geht auch für Reto Rüfenacht nichts. Sein privates Reisebüro ist an die staatliche Agentur Kubanacan gekoppelt. Und Kubanacan schreibt ihm vor, wie viele Kubaner und vor allem welche er anzustellen hat. Kubanacan ist eine Reiseagentur und die gibt uns primär touristische, ausgebildete Leute. Aber wir haben natürlich auch eine Buchhaltung, wir haben das Marketing, wir brauchen das auch andere Leute, die entsprechend in diesen Sachen ausgebildet sind. Das heisst, dann stimmen die Rechnungen vielleicht nicht? Nein, das stimmt alles. Das ist kein Problem, das kommt gut. Aber wir hätten gern, wenn wir ein bisschen mehr Einfluss nehmen in der Rekrutierung des Personals. Also wir müssen einfach dann schulen? Oder? Wir müssen schulen permanent, das ist richtig. Warum tut ein Unternehmer sich das an? Weil er an die Zukunft der Insel glaube, sagt Rüfenacht. Außerdem habe sich das Kuba-Abenteuer von Anfang an rentiert. Zahlen aber veröffentlicht seine Firma keine. Mit seinem Engagement helfe er, die Insel wieder aufzubauen. Über diese Ruine verhandelt er schon seit 3 Jahren mit der Regierung. Also das ist ein Hotelprojekt, das wir haben, zusammen mit dem kubanischen Staat. Das sollte ein Joint Venture geben für euer Boutique-Hotel mit 41 Suiten nach vorne. Immer wieder der Staat. Dabei braucht Kuba dringend Kapital aus dem Ausland. Machthaber Raúl Castro hat darum letztes Jahr ein Investitionsgesetz verabschiedet. Aber auf die kubanische Art. Bei praktisch allen Geschäften beansprucht der Staat die Mehrheitsbeteiligung. Rüfenacht sagt, er sei mit 6 Investoren im Gespräch. Nur, Investitionen auf Kuba sind riskant. In den letzten Jahren wurden mehrere ausländische Geschäftsleute unter fadenscheinigen Gründen verhaftet. Das schreckt die Investoren auch ab. Deshalb ist es auch nicht für jeden gemacht. Sondern ich denke, Kuba ist jetzt etwas, das langsam kommt. Es ist etwas, das für gewisse Investoren ein Potenzial hat. Und was dort möchten sie von Anfang an dabei sein. Was muss man denn sein? Also, was sind Sie? Dort muss man so ein bisschen Freude haben. Man muss ein bisschen verrückt sein. Oder man muss so viel Geld haben, dass es nicht schlimm kommt, wenn man halt mal 1,2 Millionen in den Sand setzen tut. Andere würden Roulette spielen. Er investiere auf Kuba. 4 Stunden später erreichen wir die Stadt Trinidad südlich von Havanna.
Die einzige Möglichkeit, ohne den Staat im Tourismus zu geschäften, ist ein Casa Particular zu betreiben, ein Bed and Breakfast. Und ein solches hat Rüfenacht gemietet. Hoi, hoi. Danke, gut und selber. Und zwar nicht irgendein Bed and Breakfast, sondern das Geburtshaus der heutigen Ehefrau von Fidel Castro. Das ist jetzt Doppel Helix. Speziell, hä? Rüfenacht leitet seine Firma von Zürich aus. Vor Ort ist ein Schweizer Team, das die Unterkunft führt. In 2 Monaten haben Daniel Oechslin und andere Mitarbeiter die 5 Zimmer hergerichtet. Die haben jetzt auch geschlossen. Sehr schön. Für Kuba Rekordzeit. Denn draußen im ländlichen Trinidad sieht's so aus. Die staatlichen Läden halb leer. Hier, wo die Kubaner mit Rationierungskarten gratis Grundnahrungsmittel erhalten. Eingeführt wurde das System kurz nach Fidel Castros und Che Guevaras Revolution 1959. Nur sind die Monatsrationen so klein, dass sie nach 2 Wochen schon aufgebraucht sind. Mitarbeiter Patrick Fries erklärt seinem Chef, nach Möbeln fürs Bed and Breakfast habe er in Havanna suchen müssen. Du bist zeitweise 3-4 Mal in den gleichen Läden geschaut, hat es heute. Dann hat es nicht, dann gehst du in den nächsten Laden. Dann kann es aber sein, dass am anderen Tag könnte es dann haben. Und dann musst du auch wieder schauen. Und so habe ich Tage. So. Ja, das ist echt, ja. So. Das ist echt so. Tageweise in den Läden gesteuert. Ja. Die Materialbeschaffung ist der Knackpunkt für den Bau von 5 weiteren Zimmern in der Edelherberge. Rito Rüfenacht hat den Schweizer Architekten Manuel Huber angestellt. Er soll seinen kubanischen Berufskollegen beaufsichtigen, der gemäß Gesetz den Ausbau durchführen muss. Für die neuen 5 Zimmer brauchen wir WC-Schüsseln. Aber die, die wir in Kuba kaufen können, die gefallen uns nicht. Können wir mehrere WC-Schüsseln importieren? Nein, das geht nicht. Pro Person darf nur eine WC-Schüssel ins Land gebracht werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie weiterverkauft werden und Handel betrieben wird. Staatliche Hotels aber dürfen unbeschränkt importieren. Ja, das ist so. Das ist doch unfair. Na, in anderen Ländern darfst du als Privatperson auch nicht größere Mengen importieren. Die Propaganda hat die Inselbewohner fest im Griff. Überall Sozialismus pur, auch 55 Jahre nach der Revolution. Trotz gravierender Wirtschaftsprobleme und zaghaften Reformen unter Raúl Castro. Wenn das runterfällt, könnten Gäste getötet werden, die unter dem Dach schlafen. Sind Sie da schon persönlich an Grenzen gekommen? Ja, sicher. Ich hatte auch schon den Moment, wo ich fand, ich kann es nicht lösen. Ich muss davor laufen. Ich muss die Kubaner alleine lassen. Manchmal wissen sie alles besser. Kurz vor dem Apero. Beim Treffen mit dem Bausekretär der Stadt Trinidad, die den Ausbau bewilligen muss, scheint das ganze Projekt plötzlich in Frage gestellt. Am meisten Sorgen macht mir, dass die Wohnfläche hier weit mehr als die maximal erlaubten 90 Quadratmeter beträgt. Eigentlich sind pro Bewohner nur 6 Quadratmeter gestattet. Für die reiche Gutsbesitzerfamilie der heutigen Frau Castro galten offenbar andere Maßstäbe. Das gehe historisch gesehen in Ordnung, sagt der Bausekretär. Ein Neubau aber sei problematisch. 2 Stunden später. Und wie ich jetzt ihn eingeschätzt habe, ist das eher unwahrscheinlich, dass man hinten noch mehr Fläche machen kann. Unter den Bedingungen, wie wir jetzt haben. Ja, verständlich. Aber auf der anderen Seite, wenn wir versuchen zu schauen, was ist möglich, also können ein bisschen ausreizen. Sie reden ja von den Erleichterungen als solches, oder? Ja, also, zum Wohl miteinander. Gutes Klingen. Reto Rüfenacht, ein unermüdlicher Motivator und Zweckoptimist. Und während er aufs große Geschäft hofft, träumen die Inselbewohner von der Freiheit.